Unweit von Los Angeles, mitten in Südkalifornien, begegnet uns Amerika, wie wir glauben, es aus Filmen zu kennen. Doch die Dinge hier strahlen eine unerwartete Ruhe aus. Ein Ort nur 20.000 Einwohner klein ist der Jungbrunnen der USA. Hier werden die Menschen am ältesten. Loma Linda, vor über 100 Jahren als Zitrusplantage gegründet, ist heute der Ort einer gesundheitlichen Gegenreform. Hier wirkt eine Kirchengemeinde, die schon früh die negativen Folgen der Industriegesellschaft erkannte. Mehr als die Hälfte aller Einwohner sind gläubige Adventisten, wie Ellsworth Wareham. Der 99-jährige Mann hat seit frühester Jugend Sport gemieden, nie aber harte Arbeit an sich. Ich habe nie trainiert, wie Rennen oder so etwas. Vielleicht liegt es daran, dass ich auf einer Farm aufgewachsen bin. Da gab es ja genug zu tun. Die Menschen hatten genug Bewegung durch ihre körperliche Arbeit auf der Farm. Wenn ich mich anstrenge, dann will ich auch ein Ergebnis sehen. Eine Ausbildung zu absolvieren war nicht selbstverständlich für mich. Meine Familie konnte mich dabei nicht unterstützen. Die Farm brachte kaum Geld ein. Anfang der 30er Jahre steckte das Land in einer Wirtschaftskrise. Mir war dann mit 19 klar, ich will Arzt werden und kein Farmer. Ganz ohne finanzielle Mittel entschied ich mich, einfach anzufangen und mein Bestes zu geben. Und tatsächlich, ich bekam meinen Platz in Medizin und schaffte es, das Studium erfolgreich abzuschließen. Dann bin ich nach Loma Linda gekommen und habe hier an der Klinik die Herzchirurgie mit aufgebaut. Der ehemalige Herzchirurg hat mit beharrlichem Willen an seiner Karriere gearbeitet. Höhepunkte waren die Danksagungen von Präsidenten für seine Hilfe als Kinderherzchirurg in Krisengebieten der Welt. Der Pharmajunge von einst hat sich zwei Dinge in der großen, weiten Welt bewahrt. Bodenständigkeit und sein Veganertum. Als Junge habe ich die Kühe bei uns gemolken. Aber Fleisch, Milch oder Eier zu essen, hat mich nie wirklich interessiert. Der Verzehr von Tierprodukten steht eindeutig in Zusammenhang mit koronaren Herzerkrankungen. Würde man nun seine Ernährung kontrollieren, hätte man auch diese Krankheiten bekämpft. Würden alle sie kontrollieren, hätten wir die Hauptursachen von körperlichen Gebrechen und vorzeitigem Tod in diesem Land im Griff. Denn etwa ein Drittel aller Menschen stirbt hier aufgrund von Herzerkrankungen. Die Philosophie einer gesunden und fleischlosen Ernährung leben mehr als die Hälfte aller Einwohner. Die meisten Adventisten. So wurde hier in Loma Linda bereits 1956 dieser rein vegetarische Supermarkt eröffnet. Der zweitälteste der USA. Und die Kundschaft wächst jedes Jahr. Es gibt viele Menschen, die ihr Cholesterin senken wollen und die nach Alternativen zu tierischen Produkten suchen. Man könnte uns also einen alternativen Gesundheitslebensmittelmarkt nennen. Auf den ersten Blick verwirrend. Viele industrielle Produkte nah am gewohnten Fleisch. Wir haben ein breites Angebot an vegetarischen Produkten, vor allem für Fleischesser, die gerade Vegetarier geworden sind und nach etwas suchen, das von der Konsistenz und vom Geschmack her ähnlich wie Fleisch ist und sich leicht zubereiten lässt. Wir verkaufen Hühnchen, Rind und sogar Fischersatzprodukte. Alles außer eben echtes Tierfleisch. Auch der Herzchirurg und seine 83-jährige Frau Barbara sind Kunden hier. Okay, wie wär's mit Zucchini?
Zucchini sind immer gut. Im Privatleben des Paares ist sie für die praktischen Dinge zuständig. Kochen inklusive. Es ist nicht schwer, Vegetarier zu sein. Mit Milch, Eiern und Käse kann man so ziemlich alles kochen. Vegan ist komplizierter. Mein Mann ist glücklich und zufrieden damit, Veganer zu sein. Ich ziehe ihn manchmal damit auf. Du glaubst wohl, du bekommst einen Logenplatz im Himmel, nur weil du Veganer bist. Er sagt, es ist die beste Ernährung von allen. Und ich muss zugeben, er ist der gesündeste Mensch, den ich je gesehen habe. Auch wenn die folgende Zutat alles dafür tut, wie Fleisch auszusehen, sie ist es nicht. Das hier ist ein vegetarisches Fertigproteingericht. Hier steht sogar vegan drauf, das ist selten. Viele Produkte sind nur vegetarisch und enthalten Käse oder Eier. Das ist gefrorenes China-Huhn. Die Lebensmittelindustrie folgt gemeinhin einem Bedarf. Wenn Menschen die Inhaltsstoffe ändern wollen, nicht aber ihre Gewohnheiten, erfindet sie die passende Lösung. Das ist eine Gourmet-Soße, perfekt für Gemüse, das nicht besonders viel Geschmack hat. Ich kippe einfach ein paar Löffel drüber, so zum Aufpeppen. Am Ende zählen der Geschmack und die Gesundheitswirkung. Keine Frage. Gesundheit und Ernährung stehen in einem engen Zusammenhang. Aber Ernährung ist nicht alles. Das Leben wird durch viele Faktoren beeinflusst. Wobei Essen natürlich viel zum Wohlbefinden beiträgt. Oh, das sieht aber gut aus. Well, this is good, honey. Is it? Mm-hmm. Good. It's superb. Die ehemalige Krankenschwester ist immer etwas später als ihr Ehemann, der ehemalige Chirurg. Mir fallen eine ganze Reihe von Fleischersatzprodukten ein, die uns gut schmecken. Auch Erdnussbutter zum Beispiel mögen wir richtig gern. Wir finden solche Gerichte eben lecker. Viele sagen zu uns, ich will schon lange Veganer werden, aber ich weiß nicht wie. Man muss schrittweise vorgehen. Ich ernähre mich inzwischen fast ausschließlich vegan, bin aber wohl eher ein Schummelveganer. Denn ab und zu esse ich doch etwas Joghurt oder Käse. Für ihn scheint diese Art der Ernährung zu funktionieren. Er ist nie krank, hat immer Appetit. Ich habe Glück, mein Mann isst wirklich alles, was ich ihm auf den Tisch stelle, und es schmeckt ihm immer. Ist es zu viel, Schatz? Ist es zu viel? Du gibst mir immer zu viel. Ja, das tue ich wohl. Besser als zu wenig. Wir nähern uns einem weiteren Geheimnis des langen Lebens hier. Sport. Das Fitnesscenter der Kirchengemeinde ist für alt und jung offen. Die Trainerin erklärt uns die Philosophie der Einrichtung. Uns geht's nicht um Schönheit, sondern darum, unabhängig zu bleiben. Wir wollen, dass Menschen mit 90, ja sogar mit 100 selbstständig leben können. Das ist das Ziel. Vom äußeren Ideal befreit, treffen sich vor allem Frauen zur Wassergymnastik. Wasser ist zu jeder Figur milde. Hier sind alle gleich. Es kommen auch viele junge Frauen. Die Altersgruppen vermischen sich und alle lernen voneinander. Doch selbst hier, es braucht meist das böse Erwachen, um Sport zu treiben.
Oft schauen sie sich selbst an und denken, was ist nur passiert? Warum kann ich kaum noch aufstehen? Warum meinen Arm nicht mehr richtig hochstrecken? Sie merken, wie sich ihr körperlicher Zustand verschlechtert hat. Ich habe schon 80-Jährige gesehen, die zum ersten Mal Sport treiben und nach nur einem Jahr viel gelenkiger sind als vorher. Es ist eine großartige Veränderung. Das Training wird zur Gewohnheit. Nicht etwa, weil der Arzt es verordnet hat, sondern weil es zum täglichen Leben dazugehört, so wie Aufstehen, Zähne putzen oder Duschen. An dieser Stelle darf auch das Alter der Trainerin verraten werden. 67 Jahre. Das sollte motivieren. Das ist angeboren. Wahrscheinlich macht aber auch jahrelanges Unterrichten, Tanzen und Trainieren den kleinen Unterschied. Aber kleine Falten um die Augen, das ist schon hart. Die Sonne Südkaliforniens ist sicher ein Faktor, warum sich alles so leicht anfühlt. Aber auch unter weniger schmeichelndem Kunstlicht sehen wir alle Altersgruppen trainieren. Viele über 70. Einige verwegene, gefühlt jünger. Der Rest ist so um die 40. Wir hatten eben ein hartes Leben. Die leicht über 40-Jährigen spielen Racquetball, Squash ohne Schläger. So ist die Verletzungsgefahr geringer. Von hier hinten sieht's echt noch mal anders aus. Mobile Home Park von Loma Linda. Eine Siedlung von Leichtbauhäusern, entworfen, um damit per Sattelschlepper von einem Ort zum anderen zu ziehen, und das im eigenen Heim. Doch die Bewohner hier werden nicht mehr umziehen. Sie sind angekommen. Einer von ihnen ist Herbert Wiles. Mit dem biblischen Alter von 104 Jahren der Älteste hier. Nach meinem Highschool-Abschluss im Jahre 1930 war mein erster Job bei einer Zeitung hier. Ich sollte Abonnements akquirieren. Aber mir war schnell klar, dass in Loma Linda der Samstag kein guter Tag dafür war. Da waren ja alle in der Kirche. Das war also meine erste Begegnung mit der Adventistengemeinde. Seine Zuneigung gehört nun den Katzen. Seine Frau Ruthie ist vor Jahren gestorben. Es verband sie mehr als nur die Liebe zueinander. Eine gemeinsame Familie. Zusammen haben sie den Weg in die Gemeinde der Adventisten angetreten. Eher zufällig. Ruthie, lass uns das Zelt der Gemeinde besuchen. Wir setzen uns still in die letzte Reihe und wenn die anfangen, wild Halleluja zu schreien, flüchten wir. Aber das taten sie nicht. Stattdessen lernten wir viel Interessantes aus der Bibel. Der Pastor kam dann zu uns nach Hause, um uns aus der Heiligen Schrift zu lehren. Und schließlich haben wir uns dann taufen lassen. Musik
Diese einfache Entscheidung zog für den damals jungen Vater schwere Konsequenzen nach sich. Ich habe meinem damaligen Chef erklärt, dass ich nun nicht mehr wegen des heiligen Sabbats am Samstag arbeiten könne. Er hat mir gekündigt. Wir hatten ein Baby. Die Zeiten waren hart. Zum Glück hat der Pastor helfen können. Der kirchliche Lebensmittelkonzern hat mich angestellt. Als Christ in einer christlichen Gemeinde zu arbeiten, gab meinem Leben eine andere Richtung. Es hat mich bereichert. Ich bin dankbar dafür. Ich hatte ein wunderschönes Leben. Work and service. Don't bite my hand. Wir haben uns gefragt, ob dieser zufriedene und glückliche Mann Angst vor dem Tod hat. The anticipation of life coming to a dass das Leben einmal zu Ende geht. Damit beschäftige ich mich nicht. Ich bin dankbar für jeden Tag, der mir geschenkt wird. Noch geistig aktiv und fit zu sein, ein Leben inmitten der Gemeinde zu führen, umgeben zu sein von Menschen, die ich liebe und die wiederum mich lieben. All das macht mein Leben zu einem guten Leben. Ich bin glücklich. I'm happy with where I am. Yeah, show's over. Wir sind in Los Angeles. Der Antithese von Loma Linda. Groß, im Kern unruhig und ohne erkennbare Mitte. Hollywood prägt das Bild nach außen, aber Minnie Maus ist hier auch nur ein Mensch. 13 Millionen Menschen leben in der Metropolenregion. Alles fährt, nur wenige wagen zu laufen. Die University of California ist eine Insel der Ruhe. Der Kontrast ist gewollt. Wissenschaftliche Spitzenleistung ist das Ziel. Wir treffen einen Altersforscher, der die ältesten Menschen unter den Alten zu seinem Spezialgebiet gemacht hat, Dr. Stephen Coles. Was Loma Linda besonders macht, ist die große Zahl an Adventisten des siebten Tages. Ich habe das Telefon stumm gestellt, ist aber nicht stumm. Wenn wir kurz die verschiedenen Faktoren zusammenfassen, nicht zu rauchen ist sicher Nummer eins. Keinen oder wenig Alkohol zu trinken ist Nummer zwei. Dann gibt es sicherlich drei weitere Gründe, warum die Mitglieder der Gemeinde so lange leben, im Schnitt 6 bis 8 Jahre länger. Ein Grund ist ihr starkes Gemeinschaftsgefühl und ihr eng gewobenes soziales Netz. An vierter Stelle steht sportliche Betätigung und an fünfter Stelle, die trinken viel Wasser, viel mehr als der amerikanische Durchschnittsbürger in den Nachbargemeinden. Wir wissen, das tolle Wetter Südkaliforniens ist nicht der Grund. Langlebigkeit ist also nicht an eine geografische Lage geknüpft. Kommt alle her und trinkt unser Wasser. Das wäre ein Mythos. Nobelpreisträger zieren die Flure und mahnen die Wissenschaftler zur Genauigkeit ihrer Ergebnisse.
Coles hat über Jahre nach einem Muster gesucht, das in jeder Kultur und bei jedem Superalten vorkommt und die Bedingungen für gesundes Altern erklärt. All die Superalten aus unserer Studie haben ein starkes soziales Netzwerk. Das muss nicht unbedingt eine religiöse Organisation wie die Adventisten sein. Das Entscheidende für die Langlebigkeit ist, dass diese Menschen fest in eine Gemeinschaft eingebunden sind. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie sehr das in Zahlen zu der potenziellen durchschnittlichen Lebenserwartung beiträgt. Aber es muss keine kirchliche Gemeinde sein. Es kann auch eine politische Partei sein. Wichtig ist nur, dass man eine lebenslange Bindung zu Menschen hat, die die gleichen Ziele und Werte im Leben verfolgen. Jede Industrienation hat in ihrer Geschichte eine medizinische Revolution erlebt. Die Menschen werden heute viel älter. Was nicht bedeutet, dass wir alle älter werden. Am Ende könnte die Zivilisation wieder ihre Kinder fressen. Allein durch zu viel Nahrung und Komfort. 5, 4, 3, 2, 1. The low-hanging fruit was captured. Im vergangenen Jahrhundert haben die Menschen hier in den USA eine große Entwicklung erleben dürfen. Früher lag die Lebenserwartung bei gerade mal 49 Jahren. Wir haben in der Zwischenzeit fast sämtliche Seuchen und Krankheiten aus der Welt geschafft. Das heißt aber nicht, dass die maximale Lebensdauer sich dadurch automatisch verlängert. Es scheint, als sei diese in unseren Genen vorprogrammiert. Die durchschnittliche Lebenserwartung könnte weiter ansteigen, aber aufgrund der Fettleibigkeit in den USA auch wieder sinken. Die gesamte Bevölkerung ist in Gefahr, an einer falschen Ernährungsweise zu erkranken. Eins ist sicher, vor dem Fernseher zu hocken und Kartoffelchips zu essen, ist das klassische Rezept, wie man sein Leben erfolgreich verkürzt. On a sofa eating potato chips is the classic example of how to shorten your life. Wir fahren zurück nach Loma Linda. Die unglaubliche Zahl von 6 bis 8 Jahren an mehr Lebenserwartung nehmen wir mit. Wie schafft das eine Kirchengemeinde inmitten all dieser westlichen Normalität? Der nächste Tag, ein Freitag. Das San Bernardino Valley tut das, was es jeden Tag macht. Durchgangstrichter sein für Menschen und Waren von Ost nach West. Nur 1 Kilometer von Loma Linda entfernt erfüllt Amerika jedes Klischee und Vorurteil eines Nicht-Amerikaners. Zu viel, zu groß, zu dick. In Loma Linda selbst scheint alles zu schlafen. An jedem Freitagabend bereitet sich eine Stadt aktiv auf die Ruhe vor. Der Samstag ist heilig. Wir treffen eine Frau, die die Ruhe verzweifelt gesucht hat. Weniger die eines einzigen Tages in der Woche, sondern eher eine Ruhe in ihrem Leben. Seit 1 Jahr arbeitet sie für die Adventistengemeinde, auch ohne ihr Mitglied zu sein. In den letzten 3 Jahren hat es viele Veränderungen in meinem Leben gegeben. Aber dann, vor 3 Wochen, Gott, da habe ich eine Entscheidung getroffen.
Ich wusste, es ist Zeit. Und die Gemeinde hat mich dabei unterstützt. Ich habe eine sehr bewegte Vergangenheit, die mich hierhin geführt hat. Und es ist einfach Zeit. Dafür gibt es keine Worte. Es ist soweit. Gott spricht zu mir. Es ist Zeit. Als Adventist wird man nicht geboren. Es ist eine freiwillige Entscheidung des Einzelnen. Morgen gehe ich die ewige Bindung ein. Ich vertraue mein Leben Gott an. Ich begebe mich, so wie ich bin, in seine Hände und sage, ich bin dein, ganz und gar. Abgeleitet vom Sabbat im Judentum wird der Samstag von den adventistischen Christen als besonderer Tag zelebriert. Ihr Pastor ist Randy Roberts. Wir halten den Sabbat von Freitagabend bis Samstagabend ein. An diesem Tag ruht der Alltag, der Einkauf, die Rechnungen, der Haushalt. All das macht eine Pause. Dafür konzentrieren wir uns auf so etwas wie Regeneration, die Familie und innere Einkehr. Und gerade hier in Südkalifornien, wo das Leben schon sehr hektisch sein kann, ist dieser eine Tag der bewussten Ruhe etwas wie eine Verjüngungskur. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Lebensstil mit ein Grund für die Langlebigkeit der Adventisten ist. I have a sense that that also plays a fairly important role in the lifestyle and therefore the longevity of Adventists. Das Sendungsbewusstsein dieser Kirche ist sprichwörtlich groß. Drei Messen werden hintereinander abgehalten und landesweit im Fernsehen und per Internet übertragen. Die Adventistenkirche versteht sich als eine Art Full-Service-Agentur Gottes. Sie will menschliche Wärme fördern, indem die Gemeinschaft gelebt wird. Niemand möchte lange leben, wenn er sich krank fühlt und mit dem Leben an sich hadert. Wenn die Menschen sich wohlfühlen, dann wollen sie auch lange leben. Wie mal ein Mann sagte, der gefragt wurde, wie sich sein langes Leben anfühle. Nicht wirklich anders, einfach nur länger. Das, was wir den Menschen anbieten können, ist ein positives Leben voller Wohlbefinden, solange sie leben. Das Beste aus dem zu machen, was uns geschenkt wurde. Und dann sagte er das. Nur weil es ein Etikett hat, bedeutet es nicht, dass es echt ist. Jeder von uns hier hat ein Etikett, was auch immer darauf geschrieben steht. Wahrscheinlich tragen hier viele unter uns an diesem Morgen das Etikett Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch allein dieses Etikett bedeutet noch gar nichts, wenn die inneren Werte nicht stimmen. Gott, wir danken dir aus vollem Herzen für deine Gnade. Deine Gnade der Vergebung, die uns reinigt. Im Namen Jesu. Amen. Wir haben einige wirklich wunderbare Menschen in der Gemeinde, die draußen im Leben denen helfen, die gescheitert sind. Menschen in Schwierigkeiten, Menschen am Rande der Gesellschaft. Diese Gemeindemitglieder versuchen alles, denen ohne Hoffnung zu helfen. Ich bin wirklich glücklich, Teil einer Gemeinschaft wie dieser zu sein. Marisas Taufe steht kurz bevor. Sie ist genauso eine ehemalige Hoffnungslose, eine Frau, die noch vor 3 Jahren am Rande der Gesellschaft vegetierte. Ich war viele Jahre eine Abhängige in jeder Form. Alkoholikerin, drogenabhängig, obdachlos.
Ich habe unter einer Brücke in einer Zeltstadt gelebt. Hungrig, wütend, traurig, fertig. Sehr unglücklich, sehr verloren, innerlich leer. Und als ich das alles nicht mehr ertragen konnte, immer wieder im Gefängnis zu landen, unter Kriminellen zu leben, war da plötzlich Gott. Der Ausspruch, oh Gott, wurde plötzlich zu einem Flehen. Oh Gott, mein Gott, ich brauche dich. Ich brauche Hilfe. Was soll ich bloß machen? Oh mein Gott, ich brauche dich. Ich brauche Hilfe. What am I going to do? Ich glaube, dass sich nun alles wieder zusammenfügt und ich endlich wieder atmen kann. Was die Religion in einem Menschen bewirkt, was der Halt für Effekte auf das normale Leben hat, das untersucht seit Jahren Dr. Jerry Lee an der Loma Linda University. Die Universität ist Teil der Kirche, wie der Sozialpsychologe auch. Doch weder die Lehreinrichtung noch der Wissenschaftler selbst wollen sich davon beeinflussen lassen. Nüchtern und milde blickt er auf die Welt. Was ist es, was Religion beim Gläubigen auslöst? One of the things that religion does is provides meaning. Religion stiftet Sinn. In einer unserer Studien konnten wir nachweisen, dass Menschen, die eine starke Sinnhaftigkeit in ihrem Leben spüren, glücklicher im Beruf sind und später in Rente gehen. Es muss nicht unbedingt ein religiöser Sinn sein. Nur schnürt Religion vieles sehr praktisch zu einem Bündel zusammen. Die amerikanische Gesellschaft ist gewohnt, vieles privat zu regeln. Kirchen springen in die Lücke, die in Europa durch den Sozialstaat besetzt ist. Sie müssen sich stärker um den Alltag der Gläubigen kümmern, wollen sie konkurrenzfähig sein. Meinen Recherchen zufolge ist der Grund, warum die US-Bevölkerung viel religiöser als die Europas ist, dass die Kirchen hier wettbewerbsfähig sein müssen. Im Gegensatz zu den europäischen Kirchen, die staatsnah finanziert sind. Die stehen nicht in einem Finanzierungswettbewerb. Die Adventistengemeinde ist erfolgreich. Vielleicht, weil sie im Vergleich der christlichen Kirchen liberal ist. Sie schafft durch den Glauben künstlich die Bedingungen, die die Menschen so allein nicht immer schaffen würden. Gesund leben, sich Ruhe gönnen, entspannen. Oder Sport treiben. Wie lange brauchen Sie für einen Kilometer? Normalerweise brauche ich für eine Runde 12 Minuten. Die Frau, die das im schnellen Gehen ohne Kurzatmigkeit sagen kann, ist 93 Jahre alt. Ich bin auf einer Farm groß geworden, bin immer zu Fuß gelaufen, weil wir kein Auto hatten. Seit 30 Jahren kann kein Bewohner der Anlage mit ihr mithalten. Ihr Trainingsvorsprung ist uneinholbar. Ich bin mein ganzes Leben gelaufen. Laufen kräftigt mich, hält mich quasi zusammen. Ich kann Stress abbauen. Wenn du einfach rausgehst und läufst, verfliegt der Stress. Ich habe viele Leute beeindruckt, die laufen jetzt auch. Wahrscheinlich meinetwegen. Nach 2 Runden muss Elaine ihr Programm abbrechen. Ein anderes wartet. Es ist 10 vor 4, ich muss los. Die Anlage, in der Elaine Carter ihren täglichen Fitnessmarsch absolviert, nennt sich Loma Linda Springs
eine Seniorenheimanlage der kalifornischen Art. ...450 Bewohner leben hier. Alle ehemalige Einkommensmittelschicht. Das Eintrittsalter beträgt 55 Jahre. Elaine ist die erste Bewohnerin des Seniorenheims gewesen. Einmal in der Woche ist Karaoke. Es ist das gesellschaftliche Highlight. Die Bewohner kennen sich seit Jahren. Die Freundschaften sind tief. Eine langjährige Bewohnerin der Anlage ist jeden Freitag da. In einem Verein würde man sie als sehr aktives Mitglied bezeichnen. Mary. Das Wichtigste ist die Kameradschaft zwischen uns und dass wir Spaß haben. Während der Woche ist es manchmal etwas hart. Mindestens einmal ist der Notarztwagen hier. Mindestens einmal. Wegen Freunden, die uns was bedeuten. Deshalb ist es wichtig, hier zusammenzukommen, um gemeinsam zu lachen. Manchmal weinen wir auch, denn die Lieder können sehr tief gehen. Es ist ein fester Kern, der sich hier trifft. Die, die Gesellschaft suchen und die, die Gesellschaft brauchen. Es gibt beides. Die Tage, wo wir hier zusammenkommen und Tage, wo wir einfach nur traurig sind. Manchmal ist es egal, wie viele Menschen um dich herum sind. Es gibt einfach Momente, da kann keiner den Schmerz lindern, den du gerade spürst. Aber du blickst den anderen an und verstehst, wie es ihm geht. Weil wir alle dieses Gefühl gut kennen. Und so bleibt keiner lange traurig. Denn wir unterstützen uns. Und manchmal sind wir einfach nur wütend aufeinander. Manchmal quatscht die Alte zu viel. So nennen mich manche hier. Quasselstrippe. Wir gehen nur zusammen aus. Mehr ist nicht. Nein, er ist kein Gentleman. Aber ein guter Begleiter im Supermarkt. Wenn ich sage, du kommst jetzt mit, dann tut er das. Er geht mit mir durch die Gänge, isst seine Pizza, ich esse meine. Es ist wundervoll, jemanden zu haben, der einfach da ist. Ich kann Karten spielen, aber nicht so schnell. Willst du dich streiten? Dann verschwinde. Bist du dran? Wir spielen allein. Bist du dran? Bitte? Spiel doch alleine. Da haben wir es wieder. Hast du es gesehen? Ja, manchmal provozieren wir uns gegenseitig. Carl, komm zurück. Carl, just get over here and play. Na gut, aber noch ein Wort von dem da und ich gehe nach Hause. Echt, ich gehe. Gut. Ich brauch sowas nicht. Genug jetzt. Gib mir die Karten. Wir wissen, du bist sauer. Die ganze Welt weiß es jetzt. Amen. Amen. Gut, die ganze Welt weiß es. Wir kommen zusammen, um Spaß zu haben. Aber es ist immer jemand dabei, der keinen Spaß hat und alle stresst. Wenn man älter wird, dann nimmt das Tempo ab. Alles geht etwas langsamer. Aber er tut so, als sei er 20. Immer hopp, hopp, schnell, schnell. Ich kann aber nicht so schnell. Und das ist die gottverdammte Wahrheit. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. Ich wünschte, ihr könntet euch sehen. Ihr seht großartig aus. Everybody, come up here and look at y'all.
Alright, here we go. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Wenn wir ehrlich sind, dieser Ort hat uns überrascht. Ein paar simple Lebensregeln verändern so viel. Weniger falsch essen, mehr richtig bewegen, die Nähe anderer suchen. Vielleicht noch einen Sinn für uns selbst finden. So wären wir alle gesünder. Mit oder ohne Religion.